Hier endet so manches Elektroleben und man hat den Eindruck, jeder will sein altes Zeug, ob Fernseher, kaputten Laptop oder diesen Staubsauger, so schnell wie möglich loswerden. Einst hochpreisige Elektrogeräte sind von jetzt auf gleich Schrott und doch so viel mehr. Wertstoffe nämlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Schätze, die die Bundesregierung heben will. Weshalb sie per Gesetz auch die Händler künftig zur Rücknahme verpflichten will. Was sagt die Kundschaft dazu? Das finde ich an für sich eine gute Idee, obwohl dieser Platz hier für uns natürlich sehr nahe ist. Und wenn wir sowas haben, dann bringen wir das ganz gerne hier hin, nicht? Wer das verkauft, soll es auch zurücknehmen. Die Grünen indes sehen beim Elektroschrott noch ein ganz anderes Problem. Die Produkte sind heute leider so angelegt, dass sie sehr kurzlebig sind. Deswegen muss die Gewährleistung verlängert werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass Ersatzteile zur Verfügung stehen und dass generell haltbare Produkte produziert werden. 23 Kilogramm Elektroschrott werden pro Kopf pro Jahr in Deutschland produziert und vieles davon landet im Hausmüll. Dabei nehmen auch schon ohne Gesetz viele Märkte, wie hier in Leipzig, Ware zurück. Auch der Onlinehandel soll zur Rücknahme verpflichtet werden. Eine umweltbezogen haarsträubende Vorstellung. Der Bundesverband Onlinehandel ist absolut gegen eine Rücknahmepflicht des Handels, weil wir nicht finden, dass Elektroschrott per Versanddienstleister durch die Republik geschickt werden sollte. Weniger kompliziert die Abgabe im Geschäft vor Ort. Jeder Händler mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche muss Geräte zurücknehmen, auch ohne Kassenbon. Bei großer Ware allerdings, wie Waschmaschinen oder Kühlschränken, muss der Kunde ein gleichwertiges Neugerät kaufen.